Willkommen zurück bei Explosion Man. Weiter geht's in irgendeinem Level, ich glaube der 312, wo wir mittlerweile sind. Das tote Projekt schlägt zurück. Tod glaubt im Leben länger. Und fällen öfter. Ach, schade. Wie viele brauchen wir überhaupt von den Dingern? Ich finde es schon schlimm genug, dass diese alten Metallbüchsen da so hartnäckig sind, allerdings. Dass das alles auch auf Zeitdruck läuft, super. Vor allem mit diesem steigenden Wasser habe ich ja eh die besten Erfahrungen. So, komm schon. Okay, jetzt aber schnell hier. Okay, das war nicht schnell. Was wäre jetzt so, ob ich dann wieder rechts nochmal an die Wand rankomme? So. Und das ist echt interessant mittlerweile bei mir, weil ich merke ja selber, wie zum Beispiel die Projekte, die jetzt eigentlich am meisten laufen sollten, also meine beiden Hauptprojekte, wie die mir einfach momentan am wenigsten Spaß machen. Also gewissermaßen, ja, Fable macht einigermaßen Spaß zu spielen. Aber dadurch, dass es halt als Projekt nicht so gut ankommt, beziehungsweise überhaupt nicht gut ankommt, macht es dann doch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise keinen Spaß, das als Display zu bringen. Und schön, dass von diesen Mistviechern auch gleich noch zwei hintereinander kommen. Gut, dass ich gerade einen Cut gemacht habe. Und am Ende spielt man tatsächlich eher sowas hier. Also bei Samus, bei Far Cry ist das eine andere Geschichte. Far Cry macht zum Spielen unglaublich viel Spaß, auch wenn ich in der letzten Aufnahmesession, die ich gerade gemacht habe, tatsächlich einigen Viechern näher gekommen bin, als mir lieb war. Also den Puls hat es da auch ordentlich hochgetrieben, aber ich glaube, das ist auch das, was einige sehen wollen. Das war jetzt nicht irgendwie beabsichtigt oder so. Ich meine, ich kann mir zwar ein bisschen danach richten, was die Leute sehen wollen. Allerdings werde ich auf keinen Fall jetzt sagen, okay, die wollen Fail sehen, also fail ich einfach mal. Ich meine, ich kann natürlich sagen, okay, ich nehme dann so Spiele, wo ich generell nicht gut bin, aber sowas wie das hier. Bester Beweis. Instant erbracht. Aber ich würde mich hier nicht schlechter machen, als ich bin. Weil wenn ich bei dem Spiel keinen Spaß habe, außer vielleicht bei sowas hier, da gehe ich mal von aus, dass die Videos auch nicht so gut sind. Also, das ist die große Ausnahme. Wobei, als ich wirklich dann das Ding nur noch zum Kotzen fand, habe ich auch für eine Weile aufgehört. Und ich habe mir überlegt, dass man mit Halo Reach mal weiterzumachen. Es war eigentlich vom Konzept her ziemlich, ja, mal wieder was Besonderes und so. Worauf ich auch ganz stolz bin, dass ich halt mal hin und wieder ein bisschen was bringen kann, was man sonst nicht so zu sehen kriegt. Aber im Endeffekt ist das alles so aus dieser Microsoft-Only-Geschichte, also ja, von Spielen, die Leute selber nicht spielen können und von daher auch, okay, Fable ist eigentlich nicht nur, ich meine jetzt hier Xbox-Only. Und von daher gibt es da natürlich eine etwas kleinere, wie soll ich sagen, so ein paar Leute weniger, die das ganze Ding überhaupt gucken würden. Wobei bei Fable passt das eigentlich doch nicht so einfach. Keine Ahnung. Nur momentan mein Content bis auf Far Cry, und das hier interessiert wahrscheinlich eher die Konsolenspieler. Da meine ich jetzt halt auch Halo Reach, was halt unterbrochen wurde erstmal. Für längere Zeit pausiert. Und ich finde es zwar toll, wenn man Leute, dass ich nochmal halt ein paar Leute dann hat, die das gucken, allerdings, wenn das größtenteils dann auch nur stumme Zuschauer sind, dann ist das irgendwo. Okay, die Tür ist eh nicht auf und ich möchte dann. Da kannst du unglaublich schlecht einschätzen, ob er da wieder drauf gelandet ist, ob er gleich in den Dinger reinspringt. Also die Tür ist noch nicht offen. Wahrscheinlich kann ich jetzt links irgendwo rein, was ich gerade nicht gemerkt habe. Wahrscheinlich war das Ding hier gerade zu. Oh, da hätte ich nicht exploden sollen. Ich dachte, ich hing da noch nicht dran.
Und ja, das links ist so, da muss ich erst diesen Anderssprung da machen. Komm, rechts ist frei, ihr könnt nach rechts laufen. Dann halt nicht. Eben das eine. Aber auch wenn ich jetzt nicht auf, nur auf Aufrufe und sonst was gehen will, finde ich es momentan wirklich deutlich interessanter, wenn man halt ein paar Projekte hat, mit denen man die Leute auch erreichen kann. Die anderen sollen dann auch irgendwann mal weitergehen, allerdings... Ja. Wenn es eh kaum einer guckt, hat es auch nicht mehr so die Priorität. Ich hoffe mal, dass das dann... Ah, jetzt springen sie auch sauber. Was sich das dann ein bisschen ändert, wenn ich halt auch mehr PC-Games mache, auf dem PC dann halt. Von ausgehen würde ich auch nicht, dass das sozusagen das goldene Zeitalter des Kanals einläutet. Aber, ja. Irgendwo muss man ansetzen, wenn man mal was machen will. Nicht, dass ich mir den PC jetzt nur für Let's Plays oder so gekauft hätte, das wäre ja... Also ich würde das Geld, was ich für den PC ausgegeben habe, auf keinen Fall irgendwo sagen, das ist nur so eine YouTube-Geschichte. Gewissermaßen ist es durch YouTube mehr oder weniger zustande gekommen, weil bis ich anfing, PC-Let's Plays zu gucken, haben mir die ganzen PC-Spiele doch scheißegal. Erst als ich dachte, okay, das sind ziemlich coole Spiele, die will ich auch unbedingt haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Minecraft. Da ist das so aufgekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt auch mal langsam so einen PC haben, mit dem ich die Sachen auch spielen kann. Weil ganz ehrlich, nur für sowas dann finde ich es vollkommen schwachsinnig, den da am PC zu holen. Da müsste, also wenn ich jetzt nur aus dem Grunde das machen würde, müsste bei YouTube finanziell auch was rumkommen, ganz ehrlich. Oh, den letzten habe ich sogar zerstört, bevor der reingefallen ist. Aber ich glaube, das sind auch wieder Aussagen, die so grenzwertig sinnlos sind. So. Und ich hoffe mal, dass es mit dem PC auch bald soweit ist, dass ich ja wirklich was damit anfangen kann. Bei mir juckt es aber einigen Sachen ziemlich in den Fingern. Ich weiß noch gar nicht mal, welches Spiel ich zuerst anfangen sollte. Ob ich vielleicht sogar gleich zwei Projekte auf einmal ins Leben rufen soll. Beziehungsweise vielleicht sogar drei. Also ich weiß, wenn ich mit PC habe, es wird auf alle Fälle Minecraft kommen. Wenn es irgendwie geht auf einem Vanilla-Server. Am besten auf einem... Whitelisted Server, wo man halt nicht jeden drauf lässt. Allerdings, da muss man auch erstmal einen finden, wo man auch drauf könnte oder so. Und erst so ein bisschen mehr Wunschdenken als momentan realitätsnah. Andere Sachen, die kommen würden, wären auf alle Fälle Space Engineers und... Ach, wie heißt es nochmal? Prison Architect. Aber erstmal überhaupt das Ganze spielen können. Und vor allem hier bei, ich weiß nicht, bei Prison Architect und bei Space Engineers, da juckt es mich ungefähr gleichmäßig in den Fingern. Und Minecraft, da ich kein komplettes Let's Play machen würde, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen regelmäßigere Let's Shows, vielleicht auch mal hier wieder den einen oder anderen Ausflug. Aber auf keinen Fall so ein, ihr seht alles, was ich in dem Spiel machen werde, auf diesem Spielstand, Let's Play-mäßiges. Würde das auf alle Fälle nebenbei auch laufen. Wobei dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur tatsächlich irgendwie Singleplayer machen würde, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil der Reiz bei Minecraft ist halt irgendwo Multiplayer. Und es würde bei mir erstmal bei Vanilla bleiben. Vielleicht irgendwann auch mal Terraformacraft. Allerdings mit Mods kenne ich mich gar nicht aus. Mods habe ich noch nie benutzt und... Irgendwann würde ich mir mal angucken, allerdings generell. Ich finde es zwar saugeil, allerdings. Aber mit den Mods bin ich generell nicht so der Typ für. Aber das ist ja alles irgendwo Zukunftsgeschichte. Nur habt man schon mal so ein. Habt ihr vielleicht schon mal so eine kleine Idee, wo es hingehen könnte?
Nebenbei würde auch Kerbal Space Program irgendwann kommen. Falls euch irgendeines dieser Spiele nicht sagen sollte, dann googelt die einfach mal. Weil da ich hier eben momentan nichts so machen kann. Ja, entweder ihr müsst die Dinger googeln oder euch überraschen lassen. Oder halt bei anderen Leuten die Projekte gucken, die sind ja weit verbreitet. Und ja, danke Kamera, dass du auch mal mitkommst. Weißt du, dass da unten dann, ach, dieses zerstörte Ding. Ja, super, was soll ich denn jetzt hier machen? Oh, nee, oder? Ach, das war da unten offen. Na, sagt das so einer, ich dachte, ihr müsst dann noch weiter nach oben, also. Das war ja jetzt ganz klasse. Ich hätte mich einfach fallen lassen können, diesen Sprung machen und dann wäre ich fertig gewesen mit dem Abschnitt. Vielleicht nicht mit dem kompletten Level, allerdings, ja, ich habe das gerade nicht gecheckt, dass der Ausgang ja halt unten rechts war. Das kommt auch, wenn man so viel lernt. Und Tarko Fail ist scheinbar doch nicht so tot, wie es sein sollte. Ich werde es aber nicht mehr einführen, weil irgendwie diese Folgentitel zu machen hat mir nicht unbedingt viel Spaß gemacht. Allein schon, weil ich da in meine eigenen Videos reingucken muss. Und wenn ihr mal darauf achtet, also wenn ihr mal versucht, anhand des Videos, wenn ihr einfach nur möglichst wenig davon gucken wollt und trotzdem nachvollziehen wollt, was man da gelabert hat, das ist verdammt schwer. Ich hätte da nicht reingehen sollen, ich wette, der Kuchen war da oben irgendwo. Interessiert mich aber eher weniger. Da bin ich schon eher froh, dass ich hier weiterkomme. Hat sich was mit dem Kuchen, Hauptsache Fortschritt. Ich versuche gerade mich nie allzu sehr von diesem leicht nervtötenden Hintergrundbildschirm ablenken zu lassen. Ach toll, die Sirene sagt ja alles. Ja, habt ihr so noch alle? Gott, diese Leute, diese Entwickler, von allen guten Geistern verlassen, aber wie von allen. Ihr habt sicherlich gesehen, warum ich da gefehlt habe. Ich gehe jetzt mal ganz stark von aus. Und ich weiß nicht, ob ich das anders machen kann. Aber ich werde es auf alle Fälle versuchen. Zu weit oben. Zu weit oben dafür. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr jetzt irgendwie drauf macht, aber dass der Kanal bald besser laufen kann, ist ja nicht so, dass ihr, was weiß ich, 90% oder so der Let's Player hier PC-Spiele spielen. Also man sollte sich da keine... Na, endlich! Zu spät. Oh Gott, da muss ich aber auch genau an der Stelle an die Wand heften, wo der Kuchen ist, sonst hat man es halt verloren. Aber das ist auch gerade nicht so wichtig. Gott, was ist denn für diese Stelle, wenn man hier den... Wenn er nicht einfach nur so durch will. Und das war schon von vornherein versagt. Und... Yay! Schade. Hat er schon den Kuchen gerochen? Wahrscheinlich schon mit einem Fuß reingetreten gewesen. Und das sah schon von der Fluglinie nicht ganz so toll aus. Okay, wenn die Level so anfangen, sollte ich sie überspringen. Ich versuche das jetzt noch zweimal mit dem Kuchen. Also voraussichtlich, ich komme ja ein bisschen zum Kuchen. Okay, ich versuche es nicht mehr mit dem Kuchen, weil es ist einfach scheiße knapp und ich lasse den da jetzt, wo er ist. Er wird ja zwar ein bisschen wässrig, ein bisschen labbrig, aber was soll's, interessiert mich nicht. Ich muss zusätzlich überhaupt durchkommen. Weil so viel Zeit hat man da auch nicht. Wow, verdammt, ich habe ja auch gesehen, was da kommt. Und das war zu wenig. Zu spät, zu wenig. Lauf einfach. Kleiner Psycho. Oh, toll, wieder Wasser. Achso, die gehen da oben. Ich habe mir gerade schon gefragt, wie ich das da erreichen soll. Jetzt ist es klar.
nicht so klar wie mit anderen Sachen, zum Beispiel, dass das Spiel einfach wahnsinnig ist, weil halt der Wahnsinn an sich ist. Ach, toll. Das ist wieder eins von den langen Dingern. So. Ich sollte am besten das so machen, dass ich gar nicht so viel drüber fliege. Weil dann bin ich hier schon wieder zu spät dran. Also will ich dann so timen, dass ich den Schwung so mitnehme und halt nicht diesen sozusagen Überschwung drin habe. Der mich höher fliegen lässt, als ich es eigentlich muss. Ja, geht sterben, Leute. Geht einfach sterben, ihr allen Scientistologen. Also Wissenschaftler. Typis. Ach toll, ich dachte, das wäre jetzt gerade schon ein Checkpoint gewesen, wo ich da oben ankam. Und das war dumm. Da wähle ich den Freitod. Für Herbert, nicht für mich. Und das war auch doof. Tschüssi! Und nächster Versuch. Das war sehr doof. Das muss schon klappen vom Timing her. Ich glaube, es ist einfach ein... Okay, beim letzten muss ich warten. Das habe ich mittlerweile auch kapiert. Ich will mal wissen, was mit meiner CPU los ist. Früher hat er das nicht gemacht, aber früher habe ich den halt nur nicht so... ja, in Arsch gekriegt, wie er jetzt ist. Okay, das war auch nicht gut. So. Ja, laufe noch einen Meter zu weit. War zwar mein Fehler, aber auch egal. Und das war definitiv nicht gut. Muss auch gleich mal aufhören, jetzt wird langsam arschwarm hier in der Bude. Und obendrein noch spät. Und da haben wir's. So. Komm schon. Und wenn dann dieses Ding nicht erwischt, weil es auch überhaupt nicht im Bild ist und man es einfach mal so kurz durchhuschen sieht. Ja, verloren. Kannst du mal neu anfangen. Also das, was mir an dem Spiel meistens stört. Vor allem meine eigene Doofheit in einigen Sachen. Da darf ich einfach nicht stehen bleiben und ich sollte es mittlerweile auch besser wissen. Sollte es immer gut. Sollte es immer sehr gut. Und nächster Versuch. Wieder schön daneben. Ach ja. Das Spiel hat mich lieb und ich es auch. Und so. Und ihr geht einfach mal hier krepieren, dann seid nämlich nur im Weg. Kamera bitte ein bisschen weiter oben und ein bisschen rauszoomen. Wäre in der Situation echt hilfreich gewesen. Aber nein, natürlich macht man dann in so einer Situation nur eine Nahaufnahme. Wenn man schön im Detail sehen kann, wie weit man von dem Ding entfernt ist jedes Mal. Naja. Es ist ja bald vielleicht sogar geschafft, wer weiß. Das war wieder sehr dumm, aber ich probiere es trotzdem mal und es hat nicht gereicht. Das Level möchte ich gerne noch durchhaben. Also mein Tagesziel. Und Piercing. Und hier nochmal und das war wieder nicht gut genug. Und jetzt aber, das war zu weit. Ging aber trotzdem noch mal ganz gut. Jetzt halt nicht mehr. Und da habe ich schon wieder vergeicht. Ach ja. Das war auch wieder nicht gut genug. Sehe ich von vornherein. Wollen wir uns ja gleich bis zum Ende durchprobieren.
Und tschüssi. Also ich mache es ja auch nicht absichtlich oder so, aber ihr seht ja, wie knapp das Timing ist. Und wenn man jetzt hier von vornherein kein gutes Gefühl mehr dabei hat, braucht man es auch gar nicht mehr probieren. Weil man spätestens hier dann eh am Arsch ist. So, jetzt kommt ja die Situation hier, die ja auch wieder ganz toll gelöst werden muss. Ach, wieder daneben. Aber ich komme näher, also ich muss dann sofort wieder abspringen. Nicht so sofort. Geht das schon wieder los mit dem Spiel? Könnte sein. Aber vielleicht ist dann am Ende dieses Levels auch wirklich am Ende dieses Abschnitts oder am Ende des Levels. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Weil der Schwierigkeitsgrad ändert sich ja von Level zu Level. Dass das hier ein bisschen kniffliger wurde, wusste man, glaube ich, schon am Anfang so ein bisschen. Nicht, dass ich mich daran noch irgendwie ändern würde, also. Das ist das Problem bei dem Spiel. Die Level sehen alle gleich aus. Und irgendwie so richtig unterscheiden kann man die dann auch nicht mehr. Also jetzt zumindest mir so. Das war wieder nicht gut. Ach ja. Es ist wieder so ein klassisches Chasing-Ding. Du hast halt das. Bei einigen Spielen kommst du halt von links oder so. Hier kommst du halt dann von unten. Also das Element, was einem merkt, was man nicht was man nicht vernichten kann und wo man einfach nur vorwegrennen muss. So, jetzt bin ich wieder da oben. Okay, die beiden Idioten. Ach, man kann die auch noch so umgehen. Sehr schön, hilft mir aber auch nicht viel weiter. Oh mein Gott. Achso ja, und Explosion-Man-Style. Muss natürlich noch ein weiterer Sprung kommen. Leute, ernsthaft? Also danach hätte man nicht gut sein lassen können. Nein, da musste noch ein weiterer Sprung hinterherkommen, der ein sehr hohes Potenzial dafür gibt, dass man dabei krepiert. Glück gehabt. Ich dachte, ich würde da zu langsam runterrutschen, aber es hat ja noch gepasst. Damit würde ich auch die Folge gerne beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, es geht scheinbar doch weiter.